Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Die Siedler, Aufstieg eines Königreichs. Und ihr seht schon, Endstatistik, ja, weil ich nochmal neu starten darf. Seid gegrüßt, meine Freunde. Lange genug hat der Rote Prinz euch und die anderen Siedler unterdrückt. Nun ist die Zeit gekommen, sich gegen ihn zu erheben. Wir heißen euch willkommen, edler Ritter. Ihr scheint unsere Notlage zu verstehen. Wir danken euch für euren Beistand gegen den Roten Prinzen. Wir brauchen einen Anführer, wenn wir uns befreien wollen. Wir haben von euren Erfolgen gehört und vertrauen euch. Der Rote Prinz wird versuchen, diese Rebellion im Keim zu ersticken. Wir müssen Montecito um jeden Preis verteidigen. Ja, so weit war ich auch schon. Wir müssen unser Kloster beschützen. Bitte schickt uns Holz, damit wir eine Palisade bauen können. Wir benötigen etwas Holz, um eine Palisade zu bauen. Wenn uns der Rote Prinz angreift, müssen wir unsere Leute schützen können. Ei, alles klar. Wir benötigen Holz. Ich kann mir die Einnahmen eines Gebäudes in der Nähe unter den Nagel reißen, ohne dass es jemand merkt. So, hier schon mal angefangen. Ja, ich meine, was soll ich großartig sagen, so. Nun haben wir genug Holz, um eine Palisade zu errichten. Vielen Dank. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Was ist mit mir falsch? Ich weiß, wie die Steuereintreiber mehr Gold aus den Siedlern herausbekommen. Brauchen wir zwar auch, aber hier. So. Das Wichtigste haben wir jetzt schon mal aufgebaut. Und das ist übrigens gerade mal Versuch 2. Ja, passt so. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Verstanden. So, der müsste jetzt auch gleich da sein. Und wir müssen gleich schauen, dass wir so viele Einheiten wie möglich bekommen. Wie ihr wünscht. Ich mach's mal wieder auf die 2er Geschwindigkeit. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Vorwärts! Kämpft weiter! Hey! Das geht doch nicht. So. Wie ihr wünscht. Ich muss auf jeden Fall versuchen, so schnell wie möglich Geld zurück zusammenzubekommen. Ich muss mal Kirche schnell. Ich brauche Geld. Schnell viel Geld. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. So, das nächste Holz schon mal losgeschickt. Ich hätte vielleicht zuerst die Burg ausbauen sollen und danach Einheiten kaufen. Nun haben wir genug Holz, um die Palisade zu errichten. Wir danken euch. Ach Gott. Auch wenn die Palisade halt echt nicht so viel bringt, so. Ich versuche jetzt auch gleich mal so trotzdem so schnell wie möglich das ganze Holz zusammenzukriegen.
Immer diese Abrechnung, Alter. Und ich kann es nicht mal runterstellen. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten. Ich habe gerade nichts, was ich verkaufen kann. Der rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Nein, dein Ernst jetzt? Oh Gott. Die Frage ist nur, welches Dorf wird angegriffen? Alles klar. Wenn es das Kloster ist, ist es einigermaßen gut. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Ich habe leider gerade kein Geld. Kriege ich dann vielleicht bitte das benötigte Geld? Danke. Und das benötigte Holz wird ebenfalls losgeschickt. Ich habe keine Ahnung, welches Dorf gerade angegriffen werden soll. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Hi. Boah, bin ich gerade erschrocken, ey. Verstanden. Also es kann auch sein, dass der Angriff schon abgewehrt wurde. Eure Holzlieferung ist eingetroffen. Wir können mit dem Bau der Palisade. Okay, so schnell waren wir das letzte Mal definitiv nicht. Ich verdiene einen neuen Titel. Ihr wollt mich doch auch weiterhin an eurer Seite wissen, oder? Mit meinem neuen Titel werde ich euch loyal dienen. So, bevor ich es vergesse und es mir nachher zum Verhängnis wird. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ich muss definitiv den Kräutersammler bauen. So, die Fischerhütte hier ausbauen kurz. Ich hab jetzt gerade kein Holz mehr, das ist kacke. Okay. Ich muss auf jeden Fall mit dem nächsten Holz hier. Der rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Wenn du mir jetzt noch sagst, welches Dorf er angreift, bin ich glücklich. Verstanden. Danke, schön, dass es wenigstens klar ist, was ich gemeint habe. Sofort. Okay. Alles klar. Vorwärts. Die wollen das Dorf hier. Schon unterwegs. Jetzt so ein bisschen Holz mehr wäre schön. Leute. Nicht aufgeben. Beziehungsweise Kestral. Ich würde auch gerne schon hochstellen, aber geht noch nicht. Ich glaube, die zahlenmäßige Überlegenheit wird jetzt hier regeln quasi. Schon unterwegs! Stürmt los! In den Kampf! Schon unterwegs! Sofort! Hm.
Auf jeden Fall muss ich sehr stark auf Nah- und Fernkämpfer setzen, weil ansonsten komme ich hier gar nicht weiter. Auf euren Befehl. Was ich vielleicht machen könnte, wäre... Der rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Wäre vielleicht... Verstanden. Schon unterwegs. Oh. Der rote Prinz versucht, Seradio zu vernichten. Wir könnten eure Hilfe gut gebrauchen. Gut, dass ich wenigstens schon auf dem richtigen Kika war. Oder auf dem richtigen Kika vor allen Dingen. Auf dem richtigen Dampfer war. Verstanden. Sehr schön. Aber es wäre, glaube ich, sehr, sehr klug, wirklich stark auf Nahkämpfer zu gehen und eher weniger Fernkämpfer zu priorisieren. Zum Angriff! Wenigstens habe ich schon Sold gerade. Das macht gerade die Situation etwas besser. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Fug. Und das war's dann wieder mit meinem Vorsprung, was die Einheiten angeht. Nicht aufgeben! Aber ich habe sie wenigstens abgewehrt. Aua. Verstanden. Oh, das tut schon weh, muss ich sagen. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall nochmal eine Bäckerei. Ja. Eine weitere Bäckerei soll nicht mein Schaden sein. Nachher. Mache auch mal einen Seifenmacher. Holz kommt gerade relativ gut rein. Aber ja, ich denke, ich werde wirklich versuchen, mehr auf Nahkämpfer zu gehen statt auf Fernkämpfer. Beides ist natürlich wichtig, keine Frage, aber... Ich sehe tatsächlich einen größeren Sinn drin, viele viele Nahkämpfer zu haben. Warum? So, die Kirche habe ich auf jeden Fall schon mal erweitert. Heißt, ich kann mehr Siedler bauen. Schon mal eine gute Sache. Ja, ich weiß, die Kuhfarm hat gleich keine Kühe. Gut, mir fehlen jetzt nur noch die Reinigungsgüter und dann bin ich glücklich. Was kann ich denn gerade maximal haben? 100 Siedler, okay. Wir haben einen Dieb des Roten Prinzen gefasst. Er hat die Seuche in unsere oh Stadt gebracht. Fuck. Wie unsere Herren wurde abgefangen. Jetzt muss ich mir sogar noch das Zeug kaufen. Alter. Gott sei Dank habe ich so viel Geld. Ein Karren mit Rohstoffen ist ja, der Karren mit Rohstoffen, den ich gerade eben abgefangen habe. So, das wird hoffentlich reichen. Also ich denke, das wird sogar mehr als nur ein bisschen reichen.
Rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Jetzt hoffentlich ist es keine große Armee, weil sonst habe ich ein Problem. Also bin ich mich gleich wieder outplayed. Die Medizin ist eingetroffen. So, ja, ich habe das doch relativ gut verlaufen, muss ich sagen. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Eisen habe ich nur noch 3 Stück da. Jetzt muss ich auf jeden Fall ein bisschen mit meinem Geld flexen. Da kommt aber gerade rechtzeitig, muss ich sagen. Dann werde ich gleich den nächsten Titel machen und dann kann ich dann auch gleich wieder eine Apotheke machen. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Eine kleine Anerkennung wäre nett. Wie wäre es mit einem neuen... Du, ich habe gerade ganz andere Sorgen. Vorwärts. Okay, schön, dass Kestral schon mal die anderen aufhält, so ein bisschen. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ja, das wird trotzdem ein Massaker auf meiner Leute. Hauptsache die Schwertkämpfer, die darauf ausgelegt sind, in den Nahkampf zu kämpfen. Lassen den Bogenschützen der Rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Den Vortritt, das ist doch... Sofort, eine Militäreinheit wurde geschlagen. Ich arbeite hart und erwarte Entlohnung. Gebt mir einen Titel. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Beschützt dies. Auf euren Befehl. Der Lohn für meine Dienste. Ein neuer Titel. So, irgendein anderes Dorf soll jetzt wieder angegriffen werden. Boah. Oh Gott. Zum Angriff. Jawohl. Sofort. Jawohl. Schnappt euch den Karren. Wie ihr wünscht. Verstanden. Es gibt kein Zurück. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ja, wir haben es auch trotzdem geschafft, wenigstens den... Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Auch wenn wir jetzt alle Leute verloren haben, wir haben es wenigstens so weit geschafft. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Dass die nicht nochmal angreifen. Ich finde es gerade schön, dass die Musik gerade noch spielt. Die hat eigentlich schon nichts mehr da zu suchen, ne? Ich glaube, die Wagen können wir mal auflösen. Halt, Kräutersammler haben wir ja schon. In der Apotheke baue ich jetzt aber mal. Ja, die Musik hat sich, glaube ich, gerade verbuggt. GG. Verstanden. Das brauche ich jetzt auch gerade nochmal. Richtiges Fest.
schicken. Ich hab doch selbst nichts. Wobei ich da wiederum sagen muss, es reicht halt wirklich zu, zumindest zu erreichen, dass der Karren weg ist. Das ist wirklich so das Mindeste, was wir erreichen müssen, weil dann lässt er auch nach. Den nächsten Angriff macht er dann nicht mehr. Aber mir ist auch aufgefallen, immer kurz vorm Angriff kommt der Händler. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob das reiner Zufall ist, dass es so ist. Es ist auf jeden Fall praktisch. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Der Sold sagt. Der rote Prinz versucht, Seradio zu vernichten. Wir könnten eure Hilfe gut gebrauchen. Jawohl. Ich bin schon unterwegs. So. Meiste Hauptsache, die Bogenschützen gehen halt ganz vorne hin. Für das, dass die Bogenschützen hier diejenigen waren, wo die Vorhut gemacht haben. Haben die verdammt gut ausgehalten, muss ich jetzt mal so sagen. Also nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Das haben wir jetzt gut gemacht, darf ich auch mal sagen. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ich verstehe es auch nicht, warum die ganze Zeit irgendwer streikt wegen irgendwas. So, jetzt kann ich ja endlich mal das Teil hier zumauern. So. Mal kurz eine Mauer reingezimmert. Ein Dieb wurde entdeckt. Stürmt die Mauern! Stürmt die Mauern! Von mir aus könnte auch ganz normal drauf gehen. Oh, Soldat, haben wir das erreicht. Und ich habe zu wenig Stein, sehr schön. Okay, gut. Ich bin mal nicht so, ihr dürft euch sogar aussuchen, welchen Weg ihr nehmt. Ich mach sogar eine Straße hin.